Dann auf den Wollmarkt kamen, sahen wir schon den Zug der anderen Betriebe. Es waren schon viele Tausende. Wir trugen Transparente, darauf stand: Arbeiter, unterstützt unseren Kampf gegen die Lohnsenkung. Arbeiter, vereinigt euch! Wir marschierten ruhig und in Ordnung. Unser Betrieb kam direkt nach der großen roten Fahne. Neben mir marschierte Pelagea Blasova, dicht hinter ihrem Sohn. Als wir diesen in der Frühe abgeholt hatten, war sie plötzlich angekleidet aus der Küche gekommen und auf unsere Frage, wohin sie wolle, hatte sie geantwortet: Mit euch gehen. Solche wie Sie gingen viele mit uns. Denn der strenge Winter, die Lohnsenkungen in den Betrieben und unsere Agitation hatten viele zu uns geführt. Bevor wir zum Erlöserboulevard kamen, sahen wir einige Polizisten und keine Soldaten. Aber an der Ecke des Erlöserboulevards und der Tverskaja stand plötzlich eine zweifache Kette von Polizisten. Als die unsere Fahne und Transparente sahen, schrie plötzlich eine Stimme uns: Achtung! Auseinandergehen! Es wird geschossen! Und alle weg! Und dazu kamen Stoppen. Aber da die hinten Marschierenden nachrückten, konnten die Vorne nicht stehen bleiben. Und jetzt wurde geschossen. Als die ersten Leute umschlugen, erfolgte nichts weiter als eine Verwirrung. Viele konnten nicht glauben, dass das, was sie sahen, wirklich geschehen war. Dann setzten sich die Polizisten in Bewegung auf die Menge zu. Ich war mitgegangen, um für die Sache der Arbeiter zu demonstrieren. Es waren lauter ordentliche Leute, die da marschierten, die ihr Leben lang gearbeitet hatten. Wir standen noch immer ziemlich vorn und wir gingen auch nicht auseinander, als geschossen wurde. Wir hatten unsere Fahne, mir ging trug sie und wir dachten auch nicht daran, sie wegzugeben, denn jetzt schien uns, ohne dass wir uns verständigten, dass es wichtig wäre, dass sie gerade uns helfen und niedermachten und die Fahne, gerade die unsere, die rote, wegnehmen. Dies wollten wir aber, damit alle Arbeiter sehen, wer wir sind und wofür wir sind. Nämlich für die Arbeiter. Die gegen uns waren, mussten sich benehmen wie die wilden Tiere, weil sie doch so von den Sofrinos ihren Lebensunterhalt bekamen. Endlich würde es jeder sehen. Und unsere Fahne, die rote, musste besonders hochgehalten werden. Allen sichtbar, nicht zum wenigsten den Polizisten, aber auch allen anderen. Und die, die nicht sahen, denen sollte es erzählt werden. Heute noch, oder morgen, oder in den nächsten Jahren. So lange, bis sie wieder gesehen würde. Denn, das glaubten wir zu wissen, und viele wussten es sicher in diesem Augenblick, sie würde immer gesehen werden, von jetzt ab bis zur völligen Umänderung aller Dinge, die auf dem Marsch ist. Unsere Fahne, die gefährlichste ist für alle Ausbeuter und Herrschenden, die unerbittlichste, aber für uns Arbeiter, die endgültige,